was machen wir mit Piraten? Schniedeln, stark behaarten Piraten, schniedeln, riesigen, buschigen Piraten, schniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piraten, Schniedel, nie irrigierte Piraten, Schniedel, immer spritzbereite Piraten, Schniedel, rasieren wir jeden Morgen. Mit Rosa! Ja, du hast gesagt, mach Feuerwerk und kling wie ein Idiot. Hab ich getan. Ja, hast du gut gemacht. Ja, dankeschön, Meister. Ich hab das Feuerwerk nicht für gebraucht. Dankeschön, Meister. Los geht's, Alter, los geht's. Guck mal, was ich jetzt mach. Pass mal auf. Hier, schau es mal an. Warte, ich mach mal hier rüber. Und jetzt. Alter. Ja. Jetzt guck in den Himmel. Wow! Juhu! Das kreist Industry 4 im Feuerwerk. Hübsch, ne? Hat er da jetzt wieder weggebissen, der Hai? Hä? Irgendwas hat eben richtig abgeschallert. Irgendwas hat richtig abgeschallerlalalalt. Boah, Alter, guck dir das an. Wie, jetzt guck dir was an? Was ist das? Eisscholle. Schnee? Schnee. John Schnee steht da hinten am Ufer. Alter, wir kommen da gar nicht ran an die Insel. Wieso? Wegen die Schollen. Wegen die Schollen oder was? Ich lenk mal hier so ein bisschen an die andere Scholle. Wie kommen wir denn da hin? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Stecken wir erstmal in den Schollen fest, Junge. Ja, richtig, richtig ran. Richtig an den Rand ran. Dann müssen wir schlafen gleich. Schlafen will er auch noch, ganz schön abgehoben. Hast du jetzt willst du auch noch essen und trinken und atmen. So, ich lege im Bett. Ja, warte, ich anker mal. Enkadomonai. Vielleicht müssen wir irgendwie unten drunter durchtauchen, so Eistauchermäßig, weißt du? Boah, ich weiß nicht. Jetzt machen wir hier erstmal die Motoren aus. Ey, das Ding ist ja riesig. Guck mal, ich bin drauf. Ich mach den Schorlenreiter. Ja, ich mach erst halt die Motoren aus. Wenn du dich da drauf stellst, du slidest. Das rutscht. Laufen die wirklich auf Sprit? Weil ich habe schon die Theorie, dass die einfach anbleiben können und da passiert nichts. Ich hab diese wilde, verrückte, geisteskranke Theorie. Hast du Essen und sowas alles dabei? Also, ich hab ein bisschen Essen. Jetzt mach ich mal eben hier, vielleicht nehme ich noch immer noch einen 10er-Pack Melonen mit, die sind immer gut. Ich ernähre mich gerade von einer ballaststoffarmen Honigdiät. Rohes Essen packe ich mal eben weg, damit ich Platz im Inventar habe. Meinen Dingsscanner nehme ich mit. Brauche ich eine Axt? Keine Ahnung. Fangnetz? Weiß ich nicht. Pfeile? Ich habe auch keinen Bogen mehr, ne? Wo ist mein Bogen eigentlich hin? Das weiß ich doch nicht. Blanke Seil, Schlotterbolzen brauche ich. Schlotterbolzen? Bolzen, Planke, Schlotter und Seile. Na, die Barbecue Area will ich irgendwann mal bauen. Weißt du, dass man so wirklich sagen kann, ich will den Bock da, dann Butz weg und direkt auf den Grill. Metallbarren und wo haben wir Federn? Ich will mir noch ein paar Pfeile machen. In dem Großen vielleicht auch. Ja. Ne, hier in dem Dings. So. Habe ich das erstmal. Jetzt räume ich mein Inventar wieder frei. Guck mal, das Ding hier braucht kein Mensch. Glaub, ab also, ins Meer. Auf Pfeile hätte ich nämlich eigentlich schon echt Bock. Kunststoff habe ich hier nicht mehr. Federn und Schnodder. Schnodder packe ich mal hier rein. Brauche ich jetzt gerade eh nicht. Alter, noch haben wir ja kein so sortiertes Lager. Crazy. Federn können weg. Ist hier noch irgendwie so eine Kiste, die jetzt nicht so hart gebraucht ist durch irgendwas? Oh, warte mal, guck mal, hier sind noch. Das nehme ich noch mit, so. Ready? Hast du Trinken? Ja, ich habe Honig. Es gibt Trinken, richtig dick Trinken sogar. Okay. Ich ernähre mich jetzt nur noch von Honig. Ich mache so eine Honigdiät. Boah. Uff. Alter. Kommst gar nicht rauf. Musst du hoppen. Geht schneller, wenn du springst. Da rechts geht's nach oben, links geht's nach oben. Du musst rückwärts springen. Mach mal rückwärts springen, geh richtig schnell. Ja? Ja.
Ja. Alter, wir sind bis in die Arktis gesegelt, Junge. Aber ich dachte, alles wäre kaputt. Alles ist geschmolzen. Der Meeresspiegel ist explodiert. Oh, what? Alter. Ey, können wir da zu zweit drauf? Da hinten ist ein Eisbär. Ich werd nicht mehr. Ich geh kaputt. Mal drauf. Ja, ich sitz hinter dir, Junge. Komm mal hier, ein Eisbär. Der ist bestimmt nicht nett, oder? Weiß nicht. Fragen wir doch mal nach dem Weg. Oh, oh, oh. Wow, 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 der hat mich umgestoßen. Schnell, der vergeht sich an unserem Schneemobil. Alter, der ist richtig buff. Buff Bears don't lie. Buff Bears don't lie. Oh, krass, Albino-Fell, warum ich gebe dir deine Pfeile zurück? Hast du eine Trophäe von ihm bekommen? Ey, guck mal hier, Stromkabel. Hä? Ich zieh mal dran. Hä? Jo. Ja, hier liegen deine Pfeile. Alter, wie krass ist das denn? Die Stromkabel entfernt. Naja. Werden wir für irgendwas brauchen, oder? Ich denk mal. Bist du drauf? Ja. Ja. Und unten geht's weiter, guck mal hier. Die Steuerung ist halt super empfindlich. Direkt Stromkabel erstmal entziehen. Hier ist noch ein Schneemobil. Die werden wichtig sein. Komm mal mit. Da drüben habe ich einen Eingang gesehen. Also hier ist noch ein Schneemobil. Und hier... Alter, ob es hier Eisratten gibt? Bestimmt. Frostrat. Oh Gott, was ist hier drin? Alter, hier brauchen wir eine Gasmaske oder so. Strahlung. Mein Hoden ist angeschwollen. Ich glaube, ich habe eine Strahlenvergiftung. Oh. Ich habe einen Strahlehoden. Okay, brauchen wir erstmal irgendwie Strahlenschutz. Klar, wenn der Hodensack verstrahlt ist, ist es gefährlich. Ich hab richtige Schwellennuss. Guck mal hier, Kabel. Was? Otto showed me and Henry some abandoned igloos. The boy got them open by fiddling with some cables. The big igloo is still shut though. I don't know what's inside. Detto introduced me to a man named Ruben. He was hurt. Ruben! Like wounds from a bear attack. So Ruben Raumann? Astrid used to fix up my wounds the same way. Where are you, sis? Ich habe hier immer noch das Kabel. Muss es da rein? Keine Ahnung. Nee, guck mal, das Kabel ist da hinten. Ah, hier ist es grün. Ja, hier zieh's mal hoch. Ah, dahin. Kavutz. Ah, oh yo! Alter. Komm hier oben rein. The Gym. Alter, Jim Blue. Belushis Hütte. Ich hab einen alten gammeligen Drink gefunden. Hier, Kraftsport TM. Ja, geil. Alter, jetzt können wir richtig shredden, ey. Und jetzt kann ich das hier raus. Moment, jetzt. Aber hier geht's nicht mehr hin. Das ist. Ja, hier ist Ende. Ja, dann muss das wahrscheinlich erstmal vom Verteiler. Aber mal, hier geht's weiter. Ich hab's. Wow, oh, guck mal hier. Cool. Boah, geil. Ist ja mega nice. Voll Gill. Verkaufsautomatenmünze. Alter, krass. Und hier Nobelpreis. An den Maximilian Landshof. Der Maximilian Landshof-Preis. Für besonders umweltschädliche Produkte. Moment, dann hätte doch Kreis Industries das bekommen müssen. Benötigt Stromkabel. Wir müssen noch mehr Stromkabel klauen von den Antennen. Ach so, okay. Dann können wir das hier in Reihe immer nach und nach freischalten. Ja, wahrscheinlich können wir uns dann das Weihnachtsdorf hier aneignen. Ja, genau. Okay, cool. Der Maximilian. Das Geheimnis im Big Igloo müssen wir halt finden. Ja, klar, wir müssen ins Big Igloo. Weil Ruben hat sich irgendwie im großen Igloo verschanzt. Roman ist im großen Igloo, ja. Da ist nämlich das letzte Vogelstreu.
Ja gut, dann... Schneemobilen wir hier los, oder? Ja, unten können wir nicht rein. Nee, weil da ist Gift. Hier ist eine Antenne. Ich hol die mal. Ja, schon krass, ne? Alter, da hinten... Was geht ab? Da ist ein Atomkraftwerk oder so. Was, echt jetzt? Ja, wo die Nordlichter strahlen. Das Nordlicht strahlt in der Ferne. Oh, Alter. Bist du an der Bi gesteppt? Ja, ich bin runtergefallen. Oh, da ist ein Eisbär. Steuerung ist irgendwie weird von den Dingern, ne? Das ist halt so ein bisschen snitchy. Wo bist du? Also, okay. Alter, einfach mal so ein Polar-Dude. Geben die eigentlich Trophäen? Weiß ich nicht. Jetzt habe ich keine. Ja, einen Eisbärenkopf. Oh, nice. Wie sehe ich aus? Ja, wie ein Eisbär. Macht der mich hübsch? Ich gehe jetzt mal hier zum Atomkraftwerk. Ich fahre einfach mal hin. Entweder mir wächst irgendwie noch ein Hodensack. Boah, ich glaube, das ist Endgame, oder? Da hoch, da reinzugehen. Benötigt eine Lötflamme. Ein Lötlöffel brauchst du hier oben. Ja, die kriegen wir wahrscheinlich im Iglu. Im Scheiglu. Scheiglula Buff. Jetzt haben wir aber erst noch zwei Kabel oder so. Wir brauchen wahrscheinlich viel mehr Kabel, oder nicht? Wie viel habe ich jetzt? Ich habe nochmal... Zwei. Erst zwei? Ja, wenn wir gerade keine mehr hatten und du gerade an der Antenne zwei eingesammelt hast. Aber pro Antenne gibt es immer zwei, oder? Ja. Ja, dann habe ich schon zwei Antennen gemacht, deswegen. Ich dachte, ich wär bei vier dann. Ich bin Anwältin! Oh, jetzt haben wir 6. Können wir mal wieder zurück und gucken, wie weit wir kommen mit 6. Aber ist schon cool, ne? Ist schon geil gemacht. Aua. Hier ist der nächste Eisbär und noch eine Kabelbox. Ja! Blöder, dummer, hässlicher Eisbär. Ich kann dich nicht besonders gut leiden. Und was ist ihr Hobby? Eisbären ausrotten. Ah, okay. Moment, wo waren das jetzt? Das Ding. Oh, guck mal, hier eine riesige Gletscherhöhle. Das ist nur ein Tunnel. So, wenn Antennen noch rot leuchten, sind sie noch fresh a doodle, oder? Ja. Anscheinend. Hier rechts war es oder nicht? Das Dorf. Ja, ja. Oh, oh, oh. Boah, Butz. Boah, Butz. Wo ist denn das Dorf jetzt? Ich bin im Dorf. Wow, wow. Alter. Warte, ich komm. Hier unten geht's wieder ins Meer. Zieh schon mal ein Gabel. Ich werde das Dorf nie wieder finden. Aber hier ist eine kleine Hütte. Hier haben wir das eben geholt. Da ist Wasser. Da ist ein Baum. Wenn ich jetzt hier rechts war, geht es da zum Dorf? Ja, dann sehe ich die Kuppel. Und da ist irgendwas völlig anderes. Das ist nicht das Dorf. Oh, wo bin ich denn jetzt? Hat er nicht irgendwas? Ist das vielleicht das Giant Igloo, was er meinte? Ich bin in so einer Art Observatorium oder sowas, glaube ich. Keine Ahnung, ich bin im Dorf. Moment, vielleicht kann ich noch irgendwas holen, was wir brauchen. Okay, man kann nicht alle Igloos öffnen. Einige Igloos. Wow, wow, was war das? Wow! Kreis, ich bin in der Höhle gestürzt! Ja, gut, was soll ich jetzt machen? Oh mein Gott! Hast du das Beben vernommen? Nee. Alter, hier sind ganz andere Leuchtefische. Power-Leuchtefische. Oh nein!
Die sind können stronger. Wir in den Iglus pennen? Oh, nee. Da sind ja Betten. Nee, ich muss die Nacht abwarten hier echt. Du, ich habe gerade ganz, ganz andere Probleme. Ich bin irgendwie in so eine alte Mine gekracht und habe da irgendwie was getriggert. Das ist gar nicht gut. Meine Machete ist auch nicht mehr so geil. Ist nämlich schon so ein bisschen leicht angewurstet. Ein bisschen leicht angewurstet. Wer hat mir auf die Machete gewurstet? Was du, das Machete-Kills? Alter, wo bin ich denn jetzt? Dr. Snuggles Labor? Ich hab ne Notiz. Das ist zu lang. Ja, hoch vielleicht? Hört 3 von 4, irgend so ein neuer Powerhaken. There's bears all over this frozen island. One of them completely wrecked the boat when we tried to get away. None of the usual tricks worked either. Henry and I would have been eaten if that boy with the air horn hadn't showed up. His name is Detor. Says he came here with some survivors. Detor hat das Airhorn, Alter? I should trust the boy. But I didn't get an answer. Ey, ich bin irgend so einem alten verhexten Observatorium. Ja, ich schau gerade, ob ich hier Strom auf die Leitung bringen kann. Das alte verhexte Observatorium. Wir werden noch mehr Kabel brauchen. Oh mein Gott, was ist das hier? Oh, hier oben ist ein Code. Neue Notiz. Der Speer. Was ist das? Ich habe eine Krankenstation gefunden. Da ist überall Heilsalbe und Handschuhe. Ey, ich bin in so einem Observatorium. Handschuhe. Gummihandschuhe. Und hier kannst du Sternenbilder irgendwie. Die Seemöwe. Detto ist really smart. Using material we salvaged, he was able to fix up my boat. Ruben is recovering too. Ruben? Alter, ist doch eine Möwe. Ruben ist eine Möwe hier. Doesn't seem to want to talk to me a lot. Both of them stare whenever I talk to Henry. Henry doesn't like the way they look at us. Na, Henry ist nicht echt. Ich sehe jetzt gerade hier. Ich sehe gerade Henry und er ist ein Knetmännchen. Boah, Henry, yo, was geht? Möchtest du Hi, Henry? Hi, Henry. Hi, Henry. Henry, hi. Magst du ein Hi? Alter, hier ist eine Medaille und ein Foto. Von Henry? Ja, hier, nee, der Landshof. Hier oben ist ein, hier oben, der Lachshof, oder wie? Der Landshofpreis. Hat jede Menge Schrott und Steine und so. Oh, eine Gemüsesuppe. Kmies. Okay, ich, wie gesagt, ich bin in der Höhle reingecrashed. Ah, hier, hier sind noch ganz viele Antennen, die leuchten rot. Bei Nacht sieht man das viel besser. Jetzt wieder draußen. Ja. Hier ist ein Observatorium und irgendwas musst du mit den Sternbildern riddeln. Okay, ja, dann riddeln wir gleich mal. Warte jetzt noch hier, ich könnte jetzt den mittleren Dings aufmachen. Na, warte, ich komm zu dir. Ich hole hier nur noch die Kabel. Das sind nämlich nochmal 2 Stationen direkt nebeneinander. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr brauchen. Brauchen wir die nicht alle am Ende? Das keine Ahnung. Ja, eigentlich quasi immer also fast alles verbraucht, oder? Könnte jetzt auf jeden Fall schon durch zum großen Dings. Ein Kabel war noch wait da. Wait for me, ich will auch wissen, was im großen Dings ist. So, lass mich nochmal. Aber hier ist das Observatorium. Hinten. Ist das so groß, das Ding hier? Hier ist jetzt eine Höhle. Bist du durch einen Tunnel gefahren? Ich war direkt hinter dir und hab gesagt, guck mal, hier rechts ist das Dorf und du bist weiter geradeaus gefahren. Ja, gut, und dann in ein Loch gefallen. Ich habe keine Ahnung. Da hinten geht's noch lang.
jetzt. Ich versuche dich zu finden. Da, da hinten leuchtet was. Ja, ich komm. I did it, Johnny. Aber die Folge ist auch schon wieder rummy. Ich muss mir die alle zum Leuchten bringen. Das sieht richtig schick hier aus. Nee, kannst nicht alle. Einige haben keinen Stromanschluss. Die leuchten dann so komisch blau. Wo bist denn du jetzt? In der Mitte oben an dem großen. Hier. Jetzt müssen wir nur noch ein Kabel ziehen. Und dann geht es auf. Wo muss es hin? Hier. Wow. Dann zeige ich hier später das Observatorium. Ich bin da irgendwie aus Zufall reingefallen. Ah, guck mal, hier kannst du Sachen kaufen. Fotos. Porn. Fotos? Porn? Was? Pinguin-Teller. Alter, der Pinguin-Teller ist der Hammer, ne? Ja, oder hier Dome Sweet Dome ist auch nicht schlecht, die... Schon nichts mehr aufheben. Ja, ich kann auch nichts mehr mitnehmen. Nichts mehr wirklich Spannendes zumindest. Ja, hier sind nur ein paar Kokosnüsse immer und so, aber... Ich kann noch so eine kleine Rübe mitnehmen. Rübe Roman? Oh, was ist das hier? Oh. Alter! Eine Biokraftstoffraffinerie. Alter, das brauchen wir unbedingt. Doppelgroschen. Noch mehr Grosch, Alter, hier richtig Grosch. Ja, ja, hier ist auch ein Grosch. Ein Grosch, Alter. Ein Groschi, hier ist noch einer gewesen am Fernseher. Aber das ist noch nicht das Ende, ne? Muss ja noch mehr geben hier im Dörfel. Weiß ich nicht. War dorftechnisch, also wir haben jetzt alle Kabel gelegt. Aber irgendwas brauchen wir, eine Gasmaske oder sowas? Ja, gegen Strahlung eher ein Anzug. Oder ein, ja. Oder ein Anzug. Gut, Freunde, wir machen weiter beim nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da, ne? Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.